Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, also Sie und euch herzlich willkommen zur nächsten virtuellen Pressekonferenz. 3 Tage nach unserem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim sitzen wir wieder im Medienraum. Es ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass wir es mit einer englischen Woche zu tun haben. Wir sind morgen, also am Mittwoch um 20.30 Uhr zu Gast beim FC Augsburg und steigen gleich in unsere sportliche Vorschau ein. Steffen, bitte deine Vorschau auf das Spiel. Ja, hallo erstmal. Bis auf Luca Kilian sind alle an Bord, sind alle einsatzfähig, haben, soweit wir das übersehen können oder durchblicken können, alle einen guten Eindruck gemacht, gerade auch im Hinblick der Belastung, so dass wir aus dem Vollen schöpfen können. Wir werden gleich nochmal ganz normal ins Training einsteigen, gucken, wie weit es den Jungs geht. Bascho mit seinem Fuß sieht sehr gut aus. Vasi hatte Probleme mit dem Nacken aus dem Spiel heraus. Das sieht alles sehr gut aus. Sven Michel ist eine Alternative wieder für den Kader und dementsprechend auch für die Möglichkeit, dann reinzukommen. Dementsprechend würde sich da auch was ändern. Und deswegen, wir sind frohen Mutes. Wir freuen uns darauf, auf das Spiel. Wir freuen uns auf die Herausforderung. Und wie gesagt, die Fragen, wenn ich das sagen darf, habe ich jetzt schon gesehen. Und da freue ich mich auch gleich, antworten zu dürfen. Danke. Ja, Steffen, vielen Dank. Selbstverständlich kannst du das sagen. Dafür sind Sie ja da. Wir starten mit dem Westfälischen Volksblatt, Matthias Reichstein. Herr Baumgart, werden Sie gerade mit Blick auf die englische Woche Wechsel vornehmen? Wenn ja, wo? Über Wechsel werden wir auf jeden Fall reden. Die sind auch schon im Kopf drin. Würde ich gerne nicht drauf eingehen, gerade hier in der Pressekonferenz. Aber Sie können davon ausgehen, dass 1-2 Wechsel sein können, sein werden. Das möchte ich aber dann, bevor ich das mache, natürlich auch erstmal mit den Jungs besprechen. Ich glaube, das gehört sich so. Ja, der WDR mit Mareike Zick. Wie groß empfinden Sie die Belastung durch den straffen Zeitplan für Ihr Team? Auch mit Blick auf das, was nach Augsburg noch kommt. Ich finde es immer interessant, diese Belastungsfrage. Die Jungs sind trainiert, die Jungs sind gut vorbereitet. Wir haben 10 Wochen gehabt, wo wir uns jetzt wirklich auch mit den Situationen auseinandersetzen können. Ich glaube, wir sollten weniger darüber nachdenken, was die Belastung der Jungs angeht, die haben Vollgas zu geben. Und da konzentrieren wir uns wirklich auf Augsburg. Was danach kommt, sind die nächsten Spiele. Und ich konzentriere mich dann wirklich auf Augsburg. Wir wissen, wie wichtig das ist. Wir wissen, wie wichtig für uns dann auch ein Sieg wäre. Und da wollen wir natürlich auch dementsprechend hinfahren, um in Augsburg zu gewinnen. Wie schwer das wird, haben wir, glaube ich, gerade auch am Wochenende gesehen. Nicht nur hinsichtlich unseres Spiels, sondern wer auch Augsburg auf Schalke gesehen hat. Also, glaube ich, ein sehr, sehr klares Ergebnis. Also wir wissen, was auf uns zukommt. Aber nichtsdestotrotz fahren wir dahin, um gewinnen zu wollen. Und dann gehen wir nicht auf Belastung ein oder wer kann und wer nicht kann. Die Jungs machen guten Eindruck und deswegen freuen wir uns darauf, alle einsetzen zu können. Matthias Reichstein beschäftigt sich noch mit dem Gegner. Herr Baumgart, der FC Augsburg scheint im Moment eine Wundertüte zu sein. Wie nehmen Sie den Gegner auch gerade nach dem Trainerwechsel wahr? Ich glaube nicht, dass Augsburg eine Wundertüte ist. Ich glaube, dass Augsburg vielleicht ein bisschen den eigenen Ansprüchen hinterherhängt in dieser Saison. Deswegen hat man auch den Trainer gewechselt, der jetzt nach einer längeren Pause ja auch seine ersten 2 Spiele gemacht hat. Wobei man sagen muss, gegen Schalke war das erste Spiel und wo er dann wirklich auch am Rand an der Verantwortung ist. Und wer Heiko gesehen hat, wie er da engagiert gearbeitet hat, wer ihn immer wieder gehört hat, der weiß, dementsprechend war auch das Feuer auf dem Platz bei seinen Jungs. Und das erwarten wir auch, eine Mannschaft, die sehr viel Feuer auf den Platz bringt. Ich weiß gar nicht, ob es so eine Wundertüte ist. Ich glaube, dass wir alle das ein oder andere Problem mit dem ersten Spiel hatten, weil keiner ein Wettkampffeuer hatte. Uns ging es in Düsseldorf ähnlich wie Augsburg, vielleicht gegen Wolfsburg. Und am Ende, muss man sagen, haben sie in der letzten Minute verloren. Sie haben ja nicht verloren gegen Wolfsburg, weil sie jetzt unbedingt die schlechtere Mannschaft waren, sondern sie haben halt in der letzten Minute den Lucky Punch gekriegt. Dann hätten sie sonst 1 Punkt mehr, hätten dann 4 gehabt. Und was sie auf Schalke gebracht haben, ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Ich glaube, das war ein sehr, sehr gutes Spiel von ihnen. Hat alles gepasst von Anfang bis Ende und da wissen wir auch, was auf uns zukommt. Ich sehe eine Mannschaft, die sehr viel Selbstvertrauen hat und die ja, für uns oder so immer eine Herausforderung sein wird. Und deswegen freue ich mich auch auf das Duell. Ja, kommen wir zur Neuen Westfälischen. Frank Beinecke, wird es Änderungen im 20er-Kader geben? Wenn ja, welche?
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Sven Michel dabei sein, aber auch das würde ich dann gerne nachher, weil dann fällt einer weiter raus, dementsprechend dann nachher natürlich auch mit den Jungs erst besprechen. Der Kicker macht weiter. Michael Richter, nach zweimaligen 4-1-4-1 zu Beginn, was lief in dieser Formation gut und was schlecht? Welche taktischen und oder personellen Änderungen bieten sich für morgen an? Also erstmal habe ich schon was falsch gemacht, weil also irgendwas kann ja nicht gut gewesen sein beim 4-1-4-1, weil es für mich ein 4-3-3 war. Und wenn das zu sehr im 4-1-4-1 war, dann wissen wir schon, dass wir dann halt auch zu tief standen. Also von der Warte her werden wir sehen, ob wir auf ein 4-4-2, so wie zum Ende des Spiels jetzt auch gegen Hoffenheim, ob wir auf ein 4-4-2 zurückkehren würden. Das würde natürlich bedeuten, dass Strehli eine hohe Wahrscheinlichkeit hat zu spielen. Da sind wir uns aber noch nicht klar. Kann auch sein, wer würde die Position im 4-4-2 im zentralen Mittelfeld einnehmen. Wir haben mittlerweile 5 Spieler, die gefährdet sind, die entweder 9, 14 oder 4 gelbe Karten haben. Auch das ist eine Sache, die wir natürlich im Auge haben. Und von der Warte gucken wir mal, ob wir da was ändern, was gut lief. Glaube, hat jeder gesehen, wenn wir unsere Angriffe nach vorne durchziehen können, dann sind wir gefährlich, egal gegen wen. Schaffen wir das nicht, weil wir, ich sag mal, Fehler im Aufbau haben oder nicht so konzentriert, so geradlinig spielen, dann werden wir immer wieder Probleme kriegen und werden dann mit unseren Möglichkeiten trotz alledem alles probieren. Und wie gesagt, ich sehe mehr das Positive. Herr Richter, Sie haben es ja richtig gesagt, nicht Fisch, nicht Fleisch, wenn ich Ihren Artikel richtig gelesen habe. Aber ganz ehrlich, die Jungs geben alles, die Jungs machen alles und in welchem System ist, glaube ich, zweitrangig. Ja, die Neue Westfälische schließt sich nochmal an mit Frank Beinecke, der sich mit dem Weg nach Augsburg beschäftigt. Wie erfolgt die Anreise und hat die Mannschaft möglicherweise das Hotel für sich alleine oder eine eigene Etage? Also ich gehe mal auf die Etage ein, ich gehe davon aus, da das ja auch eine Vorschrift ist, werden wir eine eigene Etage haben. Ob wir allein im Hotel sind, das habe ich mich jetzt noch nicht erkundigt, ist für mich dann auch nicht relevant. Wir werden mit dem Flugzeug hinfliegen, das hat auch was mit der englischen Woche zu tun, weil wir am Sonntag schon wieder das nächste Spiel haben, werden auch dementsprechend zurückreisen, um so schneller hier zu sein und dann dementsprechend auch schneller in die Regeneration zu kommen. Ja, Radio Hochstift kommt aus der Nachbarschaft mit Tobias Fennecker. Herr Baumgart, inwieweit können Sie aktuell noch andere Teams beobachten, nur über die normalen Fernsehbilder? Die Frage ist interessant, weil wenn ich jetzt sagen würde, ich war in irgendeinem Stadion, dann hätten wir, glaube ich, ein Problem. Also ich war in keinem Stadion, deswegen gucke ich mir die Spiele über Sky an oder dann eben auf den Medien, die wir dann zur Verfügung gestellt kriegen, wo wir die Spiele natürlich auch analysieren. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben, aber ich versuche natürlich die Spiele, die relevant sind, natürlich auch live zu sehen. Und im Moment bin ich froh über jedes Spiel, was ich sehen darf. Ja, dann kommen wir nochmal zu Mareike Zeck vom WDR. Herrscht nach dem vergangenen Wochenende eher mehr oder weniger Zuversicht in Sachen Abstiegskampf bei Ihnen? Meine Lieblingsfrage. Abstiegskampf, Kampf um den Erhalt der Liga. Ich glaube, wir sind mittendrin. Wir haben die schlechteste Ausgangsposition. Das haben wir von Anfang an gehabt. Wir haben den Kader mit der, wenn man das mal so sagen darf, und das soll jetzt nicht böse klingen, vielleicht mit der geringsten Qualität, was die fußballerische individuelle Klasse angeht, der Spieler. Aber wir haben für mich mit das größte Herz in dieser Liga. Und das ist das, was für uns ausschlaggebend ist. Und das werden wir reinwerfen. Und das werden wir auch in Augsburg reinwerfen. Und das ist das, was ich will. Und ich höre ja immer, der Trainer sieht vieles positiv. Ja, der Trainer will eine Mannschaft auf dem Platz haben, die alles raushaut, was sie hat, was sie kann. Sie kann nicht alles, der Trainer kann auch nicht alles, aber die Jungs geben alles und das ist für mich entscheidend und deswegen bin ich gerne hier Trainer, deswegen gehe ich auch mit Stolz in jedes Spiel rein, weil wir uns das erarbeitet haben und wir können jetzt darüber reden, ob wir die Klasse halten oder nicht. Die Frage wird so lange kommen, bis wir sie gehalten haben oder nicht. Wir werden aber alles dran setzen, die Klasse zu halten. Und wie gesagt, und egal wie das ausgeht, kann ich jedem da draußen sagen, das, was die Mannschaft hier in 3 Jahren geleistet hat, das sollen andere Mannschaften hinbekommen. Und deswegen ist mir das mit diesen Fragen gut, schlecht, ist das eine. Die Jungs haben Herz, die Jungs gehen raus, die Jungs spielen das, was wir wollen. Wir machen nicht alles richtig, wir werden Fehler machen, aber wir arbeiten dran. Und das werden wir weiter und das werden wir bis zum Abpfiff. Ja, Frank Beinecke, NW, kommt nochmal hinterher. Nimmt Luca Kilian inzwischen wieder zumindest an Teilen des Mannschaftstrainings teil?
meine, Luca Kilian ist so ein bisschen die Geschichte, die wir ja jede Woche haben. Der Luca Kilian hat gestern das allererste Mal im Regenerationstraining mitgemacht mit der Mannschaft. Das bedeutet, er hat 10 Minuten mit der Mannschaft, ist er eingelaufen, ist dann nochmal 10 Minuten mit der Mannschaft am Ball gewesen. Das heißt, wir haben die Bälle zugespielt und hat sie zurückgespielt. Das war es dann für Luca. Er ist heute wieder dann dementsprechend im, ich will jetzt nicht sagen im Privattraining, aber mit Jockel auf dem Platz, sodass wir ihn weiter dahin kriegen, dass wir ihn vielleicht in dem einen oder anderen Spiel nochmal mit in den Kader nehmen, vielleicht sogar das Glück haben, ihn nochmal einzusetzen. Ja, dann haben wir Matthias Reichstein nochmal. Es könnte sich sozusagen dann der Kreis der Fragen schließen, der mit einer Nachfrage zur Reise sich anschließt. Sie fliegen dann noch am Mittwochabend zurück? Wenn alles gut geht, ja. Wir müssen bis 23.59 Uhr, wenn ich das genau weiß, abgehoben haben in Augsburg. Das heißt, nach dem Spiel versuchen wir alles so schnell wie möglich dann in die Richtung zu kriegen, dass die Jungs fliegen können. Ob ich es schaffen werde, hängt natürlich von den Sachen danach ab. Aber die Jungs werden definitiv vor 12 im Flieger sitzen, um dann rechtzeitig hier wieder zu sein, wie das mit mir ist. Ob ich mit dem Auto fahre, hängt dann natürlich davon ab, wie schnell wir dann im Stadion sind. Ja, Steffen, herzlichen Dank für die Antworten. Ich schaue nochmal auf den Monitor. Eine weitere Frage kommt nicht mehr rein. Dann dürfen wir die Pressekonferenz an dieser Stelle beenden. Vielen Dank auch an die Journalisten für die Teilnahme und der Mannschaft eine gute Anreise und viel Erfolg. Dankeschön.